der Stiftung Warentest, Medikamente im Test 9000, Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei Läusebefall. Und es geht um bewertete Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin angekommen bei dem... Wie geht beim Radieren die Farbe vom Buch weg? Das darf eigentlich nicht sein. Beim Wirkstoff Dimethicon äußerlich. Und der ist mit Einschränkung geeignet bei Läusebefall gelb. Ich lese vor. Dimethicon in Klammern äußerlich. Silikonöle wie Dimethicon können Läuse zuverlässig abtöten, da die Läuse durch die Öle erstickt werden. Mit Einschränkung geeignet bei Läusebefall. Die therapeutische Wirksamkeit sollte noch besser belegt werden. Die therapeutische Wirksamkeit von Dimethicon bei der Läusebehandlung sollte für Deutschland noch besser belegt werden. Es fehlen inländische Studien zur Wirksamkeit der Medikamente im Vergleich zu den bisher eingesetzten Insektiziden. Nur damit lässt sich die Resistenzsituation in Deutschland ausreichend berücksichtigen. Wichtig zu wissen. Kontrollieren Sie die Kopfhaut während einer Woche nach der Behandlung täglich auf erneuten Läusebefall. 8 bis 10 Tage nach der ersten Anwendung müssen Sie die Prozedur wiederholen, um eventuell noch lebende Nissen und nachträglich geschlüpfte Larven abzutöten. Wenn sich die Kopfhaut dauerhaft rötet, juckt und sich ein Hautausschlag bildet, ein Hautausschlag mit Bläschen bildet, wenn sich die Kopfhaut dauerhaft rötet, juckt und sich ein Hautausschlag mit Bläschen bildet, reagieren Sie vermutlich allergisch auf das Mittel. Dann sollten Sie es nicht weiter verwenden und die Haare gründlich mit Shampoo auswaschen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Säuglinge bis 6 Monate sollten nur nach Rücksprache mit einem Arzt mit dem Präparat behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Die Mittel können während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Weiter geht es mit einer Wirkstoffgruppe, in der auch Dimethicon vorkommt. Das ist Dimethicon, Jojobawachs und mittelkettige Triglyceride. Das wird auch äußerlich angewendet.